Letzte Woche habe ich mir die Frage gestellt: Was passieren würde, wenn ein deutscher Sohn und ein ausländischer Sohn plötzlich die Familie tauschen würden? Aber heute tauschen wir eine deutsche und eine ausländische Mutter. Wie würde das Leben dann ausschauen? Willkommen zu einer weiteren Episode von Familientausch, tada! Mutter Edition. Bevor wir mit der Episode starten, zeigen wir wie letztes Mal die zwei Familien. Grüß Gott, wir sind die Familie Axel Kracher aus der Bayernregion Würstelbergen. Salam, wir sind Familie oder Ehepaar Al-Jibawi. Moin, mein Name ist Lara Axel Kracher und ich bin heute diejenige, die die Familie dann wechselt mit der anderen Mutter. Ich bin Zeynep und ich wechsle Familie. Frage an den Mann, was arbeiten Sie? Ich arbeite im Büro und verdiene mich dumm und dämlich. Schön, und Ihre Frau? Ich arbeite als Lehrerin und verdiene mich auch natürlich dumm und dämlich. Frage an den Mann, was arbeiten Sie? Ehrlich sagen, nichts arbeiten. Arbeitslos, aber Rücken kaputt. Nichts arbeiten. Und Ihre Frau? Nein, nichts arbeiten. So also aufpassen, kochen. Nichts arbeiten. Wieso hat sich Ihre Familie für diese Episode beworben? Also, ich bin ganz ehrlich, ich wollte mal meine Freundin eine andere Familie rüberschicken, damit sie auch sehen kann, wie es bei den Ausländern... Wie es bei den Ausländern so abläuft. Und damit sie auch ihren deutschen Mann schätzen kann, ja? Du musst mich mal schätzen, du kleine Kartoffel, du. Wieso hat sich Ihre Familie für diese Episode beworben? Ich bin ehrlich, wegen Geld. Stopp! Jedes Mal das Gleiche mit den Ausländern. Sagen Sie mal was anderes, nicht Geld. Okay, ich sag andere, nochmal. Wieso hat sich Ihre Familie für diese Episode beworben? Ehrlich, wegen Para. Sie geben uns 1500 Euro für diese Episode. Stopp, ich hab doch gesagt, Sie sollen was anderes als Geld sagen. Hab ich? Nein, nein, Sie haben schon wieder Geld gesagt, lügen Sie nicht. Ich habe nicht Geld gesagt, ich habe Para gesagt. Para. Interessante Gesichter auf jeden Fall, aber jetzt kommen wir zum Familientausch. Begrüßen. Hallo, Salam, ich bin da. Oh, meine Frau ist da. Sie ist jetzt meine Frau. Ich weiß, wir sind gerade beim Familientausch. Aber ich nehme das Ganze ernst. Also behandle ich sie genauso wie meine Frau. Sagst du mir meine Frau? Oh, nun ist sie im Chill. Ich weiß, wir sind gerade Familientausch. Aber chill. Ja, ich bin jetzt in deiner Wohnung. Hallo. Wo bleibt denn meine Begrüßung? Begrüßung? Ja, schlimme Mann. Schlimme Mann. Haram! Er will mich live vor ganzer Welt küssen. Sicher nicht. Das ist keine Frau. Das ist keine Frau. Sie hat zugeschlagen wie ein Mann. Könnten Sie eventuell ihre Identität prüfen und schauen, ob sie wirklich eine Frau ist? Das war noch leicht. Er ist ja mein Mann. Muss aufpassen. Nächstes Mal, er spielt Richtige. Begrüßen. Guten Tag, Schatz. Ich bin hier. Oh, Schatz. Hallo, wer ist Schatz, wer? Ach du Dummerchen, du bist mein Schatz. Ich bin deine neue Frau. Ich bin nicht Schatz, ich bin Ali. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wer ist Schatz? Also ich nenne meinen Mann immer Schatz. Selbstverständlich nenne ich dann meinen neuen Mann auch Schatz. Aber er ist ein Ausländer, wahrscheinlich versteht er das nicht. Na, wie wär's mit einer richtigen Begrüßung? Ah, sorry, sorry. Gib mir deine Hand. Was? Gib mir deine Hand. Romantik? Ich kenne mich aus, ja. Ich bin verstört. Meine Hand riecht jetzt nach Knoblauch, Döner und... Und ein wenig Ayran. Ich weiß, was eine Frau will. Ich gebe auch Frau, was sie will. Ich habe Angst vor ihm. Haustiere. Du, Schätzchen, ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Na ja. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Was denn? Ich wollte dir mal unser Haustier vorstellen. Wir haben einen Hund, Rocky. Ist wirklich ein Lieber, ist wirklich ein Lieber.
Ich wollte mal meiner neuen Frau den Hund zeigen. Ich bin mir sicher, dass sie sich gut verstehen werden. Rocky, gib laut. Oh nein, 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 nicht mit mir. Der Chief Shannonen. Rocky! Rocky! Mein Hund. In meiner Heimat, mein Name ist nicht Zeynep Al-Jibawi. Ich war Zeynep Al-Ronaldo. Wieso haben Sie den armen Hund getreten? Haram, wenn Hund in Wohnung. Vielleicht attackiert mich. Keiner weiß. Rocky. Er war so ein lieber Hund. Er hat keinem Menschen was angetan. Naja, doch. Einmal schon, einmal. Da waren wir im Park und mein Hund hat einfach ein Kind angegriffen. Das Kind hat aber nur ein Bein verloren. Aber wenigstens lebt das Kind noch, auch wenn es im Rollstuhl ist. Im Gegensatz zu Rocky. Er ist weg. Haustiere. Du, Ali. Du heißt ja Ali, oder? Ja. Warte mal. Wie heißt du eigentlich? Ich bin die Lara. Die Lara? Nein, ich bin nicht die Lara. Ich bin... Die Lara. Die Lara. Nee, ohne dem Die. Nur Lara. Du heißt denn die Lara? Nee, du musst das Die wegmachen. Nur also, Lara. Ich heiße Lara. Nicht die Lara, sondern du heißt denn die Lara. Also nur Lara eigentlich. Was verstehst du denn nicht? Ich bin Lara. Ich habe das Gefühl, dass mein neuer Mann ein Idiot ist. Pardon für meine Kraftausdrücke. Ihr könnt das ruhig alles zensieren. Ich halte es mit diesem Höhlenmensch nicht mehr aus. Sie heißt die Lara. Super Offerin. Sie ist deutsch, aber hat türkische Name. Wir Türken machen das Unmögliche immer möglich. Egal, Dilara, was wolltest du mir sagen? Ich wollte fragen, ob du Haustiere in deiner Wohnung hast. Haustiere? Ja, ja, wir haben genug Haustiere, ja. Och, echt? Ja, ja, viele Haustiere, ja. Wie viele Haustiere? Drei, ja. Oh, geil! Ich liebe Haustiere! Kleine Info, ich habe in meinem eigentlichen Zuhause selbst einen Hund. Er heißt Rocky. Er ist für mich wie ein Kind. Falls ihm was passieren sollte, ja, dann würde ich mein ganzes Leben lang weinen. Ja. Rocky! Rocky geht es bestimmt gut, ja. Drei Haustiere also. Habt ihr Hund oder Katze? Nein, nix Hund oder Katze. Hä? Was denn sonst? Zwei Schweine und ein Affe. Was? Zwei Schweine und ein Affe? Ja, exotische Tierauswahl. Der Vater mag also Tiere, gefällt mir. Zwei Schweine sind meine Söhne. Vertrau mir, kein Unterschied von Schweinen. Eins zu eins gleich. Und ein Affe ist meine kleine Tochter. Sie schreit jedes Mal. Wie Affe, eins zu eins. Also ich habe zwei Schweine und eine Affe. Punkt. Freizeit. Du, Zeynep, wir sind ja jetzt ein Ehepaar, ne? Ja, nur für diese Episode, nix mehr. Ja, und wir müssen auch unsere freie Zeit zusammen verbringen, ja? Muss ich ehrlich meine freie Zeit mit diesem Mann verbringen? Ja, du musst. Uff, ja? Ja, okay, was willst du? Ich bin leidenschaftlicher Hobbyfotograf. Das wusstest du sicher nicht. Nein, von wo soll ich wissen? Ja, also in meiner Freizeit mache ich eigentlich immer Bilder von meiner eigentlichen Frau, die jetzt bei deinem ausländischen Mann ist. Also ich mache immer Bilder von ihr. Oh, nein, nein, nein. Da du jetzt meine Frau bist, würde ich jetzt auch gerne Bilder von dir machen. Klick, klick. Auf gar keinen Fall. Ich mache nix Bilder mit dieser komischen, kranken Mann. Krank, wirklich krank. Ich mache gerne Fotos von meiner Frau. Eine kleine Sache habe ich ihr noch nicht erzählt. Keine Sorge, wir machen nicht irgendwelche langweiligen Bilder, sondern richtig geile, hotte, schnuckelige Bilder von dir. Haram! Du, Haram hin oder her. Das habe ich mit meiner eigentlichen Frau gemacht und das würde ich auch gerne mit dir machen. Hübsche, schnuckelige, hotte Bilder. Da stand im Vertrag, dass man auch seine Vorliebe mit der neuen Frau ausnehmen kann. Deshalb bin ich auch hier. Deshalb bin ich auch hier. Nein, ich mache das nicht. Haram. Na gut, dann bekommst du das Geld auch nicht. Ja, super schön. Ja, genau so war es. Ja, zeig deine Schokoladenseite. Zeig sie mir. Ja. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Du bist ein Model. Du bist ein Model. Du bist...
ein Model. Ja, weiter, weiter. Zeig mir Haut, zeig mir Haut. Was hast du gesagt? Sorry, pardon. Nein, nein, passt schon. Bleib so, wie du bist. Okay. Die ist geil. Ja, die Frau ist geil. Beim Fotoshooting war sie wie ein Löwe, der aus dem Käfig rausgelassen wurde. Ich denke, dass es ihr auch Spaß gemacht hat. Ich mag sie. Ich mag sie. Nach dieser Episode mache ich als allererstes Anzeige gegen diese kranke Mann. Dann zeige ich euch an. Und? Hä, wieso? Ja, weil ihr mich mit Geld manipulieren wollt und kranke Sachen nicht machen muss wegen Geld. Freizeit. So, Delara. Lara. Delara, du bist jetzt meine Frau? Diese Episode nur natürlich und wir müssen auch zusammen Freizeit genießen. Ja, meinetwegen, können wir machen. Ich bestimme, was wir machen, weil du bist in meiner Wohnung und ich bin hier Chef. Kein Problem, solange es nichts Komisches ist, bin ich dabei. Ich bin gerne offen für Neues. Kein Problem. Jetzt sage ich, was ich immer mache in meiner Freizeit. Wir tanzen heute gemeinsam. Du alter Knacker, du kannst tanzen? Meine Freundin nannte mich früher Ali, der mit Schlangenhüfte, weil ich gut wackeln konnte. Der Ali mit der Schlangenhüfte. Du musst mitmachen, weil du bist meine Frau. Nee, das kannst du dir schön abschminken. Ich kann nicht tanzen. Nee, passt schon. Hey, du machst mit. Was machen? Tanzen. Nein, scheißen. Ich kann nur TikTok-Tänze. Ich hatte auch einen Spanischkurs, hat man auch hier ein bisschen bemerkt. Und auch hier, so, wenn ich so mache. Aber mehr kann ich auch nicht. Nein, ich mache nicht mehr weiter bei dieser Episode. Sie tanzt wie ein Affe, der Bein gebrochen hat und blind ist. Wir machen hier Episode aus. Zu viel für mich. Tschüss. So Leute, das war's wieder mit der Episode Familientausch. Beachtet den Hintergrund nicht. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in den Kommentaren diesen Emoji, damit ich sehen kann, welcher Ehrenmann oder welche Ehrenfrau bis jetzt geschaut hat. Letzte Woche habe ich die erste Episode vom Familientausch hochgeladen und ich habe in den Kommentaren bemerkt, dass es euch richtig gefallen hat. Also habe ich für euch eine Woche später gleich die zweite Episode vom Familientausch hochgeladen. Letztes Mal haben wir die Söhne vertauscht, diesmal haben wir die Mutter vertauscht, nächstes Mal können wir was Neues machen. Zum Beispiel, wir tauschen eine Reiche mit einer armen Familie. Oder ihr habt eine bessere Idee, schreibt einfach in den Kommentaren, was ich als nächstes tauschen soll oder nächste Videoformate. Das war's wieder mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert nicht vergessen, um nichts zu verpassen und bye!